Königliche Saal, wir nördlicher Kontrollpunkt. Wir gehen jetzt zum Kontrollpunkt. Nein. Keine Zauberglocken. Boah. Aber sechs hintereinander. Das heißt, ich kann mit gutem Glück mindestens einen töten. Oder vielleicht auch mehrere. Das kriegen wir jetzt raus. Wow. Auf jeden Fall geiler Schlag, muss ich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall zu benutzen. Vier Talentpunkte. Ein. Aber so. All die Frage ist auch, wie gesagt, darauf hinauszugehen, ob die Materialien, die ich jetzt kaufe, extra, ob sie die dafür sinnvoll sind, das Geld dafür zu verschwenden, zu sammeln. Natürlich mag ich auch mal irgendwo wieder für Rüstung ist. Oh, ein fetter Schleim. Ich will den mit. Will ich den mitnehmen? Ja, ich mach so. Bei denen weiß ich es noch nicht. Da sind wieder drei Teams, die eigentlich hätten nur zwei sein können. Boah. Ich glaube, es hackt. Wow. Fast 50er Schaden. Number one. Dann war es doch eine gute Überlegung, die zu benutzen. Alter, Vakuumhieb. Na, zau doch ab. Einmal noch. So, mal vor, die noch einen kaputt kriegen. Die hauen Schaden rein. Heidewitzka. Jetzt mache ich nur normale Angriffe. Badam. Komm. Ah, das haben. Okay, verzaubert. Ah, 50 Schaden, ey, das ist unglaublich. Tot. Ich krieg einen Anfall. Und das soll ich noch länger überleben? Das wird auf jeden Fall krass. Ein Königsschleim. Mehr, mein Freund. Wir probieren unseren Merkurstoß. Das. Die gegnerische Zauber. Zugwirft. Machen wir das mal so vollsthalber. Und ein Einzelner. Schade. Ah, ich hätte, glaube ich, magische Barriere machen müssen. Wenn 50 Jahren. Ich würde interessieren, was ich da rausbekomme, darum. Einer kritischen Treffer, wenn der Feind. Feind berührt, okay. Ja, das reicht nur mal Angriffe. Jawohl. Können wir noch probieren? Jawohl, 130er Crit. Aber geht doch sterben. 9. 45, 90 und fair. Okay, blablabla, eine goldene Monstermünze. Wow. Angriff 149. Guck mal, was hat er denn? Abwehr 88. Das ist natürlich jetzt die Sache hier. Flinkheit.
mag Zilla eine kleine Flinker als der. Grimgockel. Ach so, den hitzigen Streiter, den habe ich jetzt ja. Ich nehme die weg. Ja, und den Fetzer in mein Team. So, ich muss das Schild nicht lesen. Ich lese das gleich woanders hin. Gib her. Natürlich Kontrolle. Natürlich Kontrollpunkt. Ich will mal eben Monster Team. Oh, das war zu schnell. Das Monster Team mal ein bisschen umgestalten. Mit Mitglied austauschen. Flinker, das ist natürlich wenig. Eine große Angriffsfläche hat er auch nicht, aber viel davon. Angriff, Abwehr, Flinker, das ist der auf jeden Fall ganz gut. Hat ein bisschen wenig davon. Okay, tauschen wir einfach mal aus. Ja, natürlich. Könnt's einfach mal so lassen. Ah, na der Kontrollpunkt. Ach, du willst mich doch verarschen. Wow, hoho. Grüner Halsschleim, ne? Ja. Vielleicht hast du ein neues Team ausprobieren. Schleim, okay. Ah, die teilen aus. Die teilen kräftig aus. Leck mich an der Pfote. Kann passieren, dass der Goldmann gleich alles. Aber der haut auch rein mit Kritz. Der ist nicht davon abgewichen, dass er keine Crits macht, der Typ. Ja. Ich glaube, den nehme ich wieder raus. Das ist nicht geil mit dem. Dass der nur Wupp macht. Klar, er kann mit Wupp einen einzelnen treffen und den direkt töten. Na gut, greift da mal zwischendurch an. Geh ab, ey. Da bist du ja geschwächt hoch 3 mit. Schicken wir die mal gleich in die Hölle. So und. Schicken wir gleich mit den alle, mal gucken, ob wir sie alle kriegen. Nix tot. Bin getötet, nicht getroffen, okay. Nächster tot. 20er Schaden. Boah. Ich glaube, ich muss gleich wieder in Richtung Stadt. Alles da. Schieß ja gerade wieder auf. Kriegst halt die EP nicht mit. Magie. Neue Chance. Vollheilung. 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 Genau, 6 Punkte auszugeben. Was ist mit euch denn los hier? Wo
wollte hier nicht wieder raus. Ist doch nicht wahr. Agonia. Geh mal dahin. Holen sie im Retzen. Und gehen dann wieder zurück zum See. Zum müssen wir auch zum königlichen Jagdrevier gehen. Ich will das den See abchecken. Ich muss das Monsterding umgestalten. Eventuell mal, ich habe jetzt noch zwei übrig, mal zwei auszutauschen. Mal gucken, was die bringen. Unser Team. Die Reserve, ich habe noch den hier. Wenn ich die austauschen gegen den. Ja, natürlich. Nein. Zurück. So, probieren wir es aus. Zur Not gehe ich wieder auf das alte Team zurück. Aber das hat mehr Wumms gemacht. Opa. Ah, ich mache heute mal 2 Stunden. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben noch ein bisschen Zeit. 2,5 Stunden, 2 Stunden können wir auf jeden Fall machen. So, zum See. Müsste fast hier in der Nähe sein. Ich tippe mal, dass ich aber zum königlichen Jagdrevier muss. Aber ich will natürlich auch alles erkunden hier. Käse! Badabadam! So, und nun... den... mit 2 Stück. Da rein. Ja, voilà. Und ich muss auch gucken, was die ganzen Käse nochmal für Buffs hatten. Weil das ist auch wichtig, die man vielleicht mal. Nicht, weil ich sammle sie eigentlich gerade nur, um sie später einzusetzen. Weil ich tippe mal, unser Bossfight wird Dolomagos sein. Ohne Wenn und Aber. Aber da sollte man gut vorbereitet reingehen. So, der See. Ich würde mal. Ja, ich gehe mal eine kleine Runde drumherum. Da habe ich nämlich schon eine Schatztruhe gesehen. Die eventuell uns was beschert. Da hinten ist eine Felsformation. Da ein kleines Holzhäuschen. Okay. Danke. Es gibt uns vielleicht ein Stahlschild. Wir haben Stahlschilder. Oh. Naja, ich meine. Kommt ran, ihr Monster. Die sind gut. Das ist eine geile Kombi. Hier macht man das einfach. Dann nimmt man einfach so. Ich sag mal, die größten Attacken momentan nur hier. Eine mega Schwächung. Und da die auch eine. An Wupp und Schwupp. Dran sind, geht's gleich direkt damit dran. Wird getötet, wird nicht getötet. 3 getötet, direkt durch. Da bleibt nichts mehr aus, das ist geil. This is geil. Wenn das so weiterläuft, finde ich das auf jeden Fall super. Okay. Mehr. Ah, hätte man von hinten auch kommen können, okay. Das heißt, das hat sich auch erledigt. Ja. Das heißt, man hätte da auch anlegen können. Oder wir sind mittlerweile. Kann man nicht wissen. Die haben jetzt da oben angefangen. Und das war gut, glaube ich, so.
Standangriffe. Lohnt sich sonst nichts anderes. Gut, sie kann irgendwelche Warnangriffe am besten machen. Ja. Kann man so machen. So, und die machen wir gleich. Aber ja, wir haben noch Gepäckstück. Bumm. Immerhin 16, aber sie ist eigentlich basiert nur auf Mana-Angriffe. Ich würde nochmal diesen Schutzkreis benutzen. Ich glaube, das scheint mir ein bisschen zu helfen. Auch nur so ein kleines bisschen, aber immerhin. So wieder nach. Au. Fertig bekommen. Alchikessel. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich mache einen kleinen, kurzen Minicut. Und dann machen wir, sehen wir sofort weiter, weil ich würde mich für die Rezepte mehr interessieren. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann bis gleich.